Ein Besuch im Theater. Bis vor kurzem war es ein sehr schöner, entspannter Nachmittag gewesen. Er war mit seiner neuen Freundin Carla und ihrer kleinen Tochter Grace in einer kleinen Pizzeria zum Mittagessen gewesen und nun waren sie auf dem Weg zur Kindervorstellung im kleinen Theater in der Stadt. Grace war sehr aufgeregt. Sie war 4 und es war ihr erster Besuch im Theater. Carla hatte sie schick gemacht und ihr schönstes Kleidchen angezogen, um ihr zu vermitteln, dass ein Theaterbesuch etwas ganz Besonderes war. Allmählich aber, je näher sie dem Theater kamen, wurde er ein bisschen unruhig. Er sah, wie schleichend eine Veränderung einsetzte, je näher sie ihrem Ziel kamen. Man muss wissen, Patrick konnte die Aura der anderen Menschen sehen. Es war schon immer so, seit er denken konnte. Anfangs wusste er jedoch nicht, dass das etwas Ungewöhnliches war. Er dachte natürlich, alle sahen, was er sah. Erst langsam, über Jahre hinweg, war ihm bewusst geworden, dass die meisten anderen Leute genau das eben nicht taten. Inzwischen hatte er das akzeptiert und sich damit abgefunden. Ein paar Mal hatte er versucht, einem Freund oder einer Freundin zu beschreiben oder zu erklären, was er sah und was es bedeutete. Doch meist hatte sich das als sinnfrei erwiesen. Entweder man glaubte ihm nicht oder es machte den Menschen Angst. Oder noch schlimmer, sie fragten ständig, was er sah, was ihn mit der Zeit auch nervte. Normalerweise war die Aura von gesunden, zufriedenen Menschen sehr hell und schimmerte in sanften Blau- und Silbertönen. Kranke Menschen hingegen waren von einem gelben und grünen Leuchten umgeben. Schon oft hatte Patrick jemanden gebeten, sich von einem Arzt durchchecken zu lassen, und so manche unangenehme Krankheit war so frühzeitig entdeckt worden. Je akuter und gefährlicher die Krankheit wurde, umso mehr ging die Färbung der Aura ins Rote über. Und wirklich todkranke Menschen waren von richtig dunklem Violett umgeben. Eigentlich war das eine ganz nützliche Gabe, die seine Mitmenschen vor Schaden bewahren konnte. Doch da war noch mehr. Denn Patrick konnte auch den Tod sehen. War jemand von einem lichtfreien, schwarzen Nichts umgeben, dann stand ihm der unmittelbare Tod bevor. Und es war kein sanfter Tod. Genau das war das Problem. Denn als er nun so hinter Carla und der kleinen Grace herschlenderte, bemerkte er eine leichte Veränderung in ihrer Aura. Bei beiden. Erst war es kaum zu sehen. Ein leichtes graues Wabern mischte sich in das silberne Leuchten von Carla und auch bei Gracie tauchte es immer wieder auf und verschwand wieder. Die Sonne strahlte ziemlich grell vom Himmel. Und Patrick fragte sich, ob er sich das vielleicht nur einbildete. Immerhin war es ein eher subtiles Flimmern, das kaum wahrnehmbar war. Nur, dass es in immer kürzeren Abständen aufflackerte und an Beständigkeit zunahm. Als sie dann das Theater erreichten, war es nicht nur vollends grau geworden. Er meinte auch zu sehen, wie das Leuchten immer dunkler wurde. Sie betraten das Gebäude und Patrick erschrak. Nicht nur Grace und Carla waren von dem grauen Schein umgeben, nein, ein Großteil der Leute hier war es auch. Nun endlich blickte er auch an sich selbst hinunter und sah, dass auch seine Aura immer dunkler geworden war. Zögernd betrat er hinter seiner kleinen Familie den Theatersaal und folgte ihnen hin bis zu ihren Plätzen. Inzwischen war er fast starr vor Angst. Seine Aura war pechschwarz geworden, genauso wie die von Carla und der Kleinen auch. Und auch bei all den anderen Menschen hier im Saal sah es kaum besser aus. Tiefes Schwarz bei den meisten, verschiedene Grautöne bei den anderen. Ganz eindeutig wusste er nun, dass hier jeden Augenblick etwas sehr Schlimmes passieren würde. Sie mussten hier so schnell wie möglich raus. Aber Patrick zögerte. Vermutlich würde Carla nicht so einfach wieder gehen, nur weil er sagte, er habe ein komisches Gefühl im Bauch. Nein, sie würde versuchen, ihn zu beruhigen und zum Bleiben zu überreden.
Er wusste, er hatte keine überzeugenden Argumente. Schlimmer noch, die Chancen waren hoch, dass es eine Szene geben würde und dann hätte er keine Chance mehr, sie zum Verlassen des Gebäudes zu bewegen. Die beiden saßen bereits auf ihren Plätzen und Carla zeigte ihrer aufgeregten Tochter gerade eine Tüte Smarties, die sie als Snack mitgebracht hatte. Die Kleine strahlte über das ganze Gesicht. Aber ihr Körper war nach wie vor von schwarzem Nichts umgeben. Er wusste, er musste handeln, und zwar schnell. Patrick beugte sich zu Gracie hinunter und hob sie hoch in seinen Arm. Sie sah ihm erstaunt ins Gesicht, doch sie kicherte dabei. Er wandte sich an die ebenfalls sehr verwirrt aussehende Carla und sagte, »Los, schnell! Wir müssen hier raus, beeil dich!« Damit drehte er sich um und lief mit Grace zum Ausgang. Hinter sich hörte er seine Freundin rufen, was genau konnte er nicht verstehen. Er konnte nur hoffen, dass niemand versuchen würde, ihn aufzuhalten. Ein Mann, der mit einem Kind am Arm davonlief und von einer schreienden Frau verfolgt wird. Das sah nicht gut aus. Doch anscheinend ging auch alles viel zu schnell, um die Zivilcourage seiner Mitbürger auf den Plan zu rufen. Und er schaffte es durch das Foyer, durch die offenen Eingangstüren hinaus auf den kleinen Platz vor dem Gebäude. Jetzt erst wagte er es, sich umzusehen und sich zu vergewissern, dass Carla ihm auch folgte. Es beruhigte ihn, sie ein paar Meter hinter sich zu sehen. Doch noch blieb er nicht stehen. Noch waren sie nah dran am vermeintlichen Unglücksort. Noch waren ihre Auren pechschwarz, auch wenn er bereits einen kleinen Unterschied zu sehen meinte. Er verlangsamte seine Schritte aber etwas, gerade genug, dass die junge Frau in den Stöckelschuhen ein bisschen aufholen konnte, aber nicht genug, dass sie ihn sofort einholen konnte. Sein Ziel war der nahegelegene Park. Dem kleinen Mädchen in seinen Armen war das Kichern mittlerweile gänzlich vergangen. Es starrte ihn mit vor Schreck aufgerissenen Augen an und rief nach seiner Mami. Zum Glück war es Patrick in den letzten Wochen gelungen, ein recht stabiles Vertrauensverhältnis zwischen sich und dem Kind aufzubauen. Und so war sie nur verwirrt und ein bisschen verschreckt, aber nicht panisch. »Keine Sorge, Mami ist gleich hier«, versprach er ihr atemlos. Als er den Spielplatzbereich des kleinen Parks betrat, verfiel er endlich in normales Schritttempo. Er steuerte auf die Schaukel zu und setzte Grace darauf ab. »Soll ich dich anschubsen?«, fragte er, und als sie ihre Mutter näher kommen sah, nickte sie langsam. Natürlich war Carla ziemlich erbost über sein Verhalten. Sie war verwirrt und erschrocken, aber zum Glück war sie nicht so wütend, wie er es erwartet hatte. Aber sie verlangte eine Erklärung, und die schuldete er ihr auch. Er schubste das Kind auf der Schaukel nochmal kräftig an. Dann führte er die Frau zu einer roten Parkbank neben dem Schaukelgerüst. Patrick betrachtete sie einen Augenblick lang ernst und sah dann erleichtert zu Grace hinüber. Er konnte ganz deutlich sehen, wie das graue Leuchten um die beiden heller und heller wurde. Anscheinend hatten sie die Gefahrenzone verlassen. Fieberhaft überlegte er, was er jetzt tun sollte. Eigentlich hatte er das Gefühl, auch die anderen warnen zu müssen, doch wie sollte er das anstellen? Auch wenn er wusste, dass es in dem Theater eine Katastrophe geben würde, so hatte er doch keine Ahnung, welche Art sie sein würde. Ein Bombenanschlag? Ein Amokläufer? Ein Killervirus, das freigesetzt wurde? Ach, nein, er sah wohl zu viele Filme. Wen sollte er anrufen? Polizei? Rettung? Feuerwehr? Was sollte er sagen? Er rang mit sich selbst. Dann stand er auf, bat Carla noch einen Moment und ging zu der Telefonzelle, die neben dem Spielplatz stand. Patrick entschied sich für eine anonyme Bombenwarnung und hoffte, dass das Gebäude rechtzeitig geräumt werden konnte. Doch seine Hoffnung war gering. Zurück bei seiner Freundin setzte er sich neben sie und sah ihr in die Augen. Er seufzte. »Es wird eine Katastrophe geben«, sagte er schließlich. All die Leute in dem Theater, sie werden wahrscheinlich sterben.
Ziemlich verworren setzte er an, um Carla zu erklären, was er sehen konnte und was er im Theater gesehen hatte. Sie blickte ihn ungläubig an. Ihre Verwirrtheit wurde abgelöst von Ungläubigkeit und dann von Empörung. »Ist das dein Ernst?«, fragte sie dann, und sie wirkte ein wenig unentschlossen. Sollte sie ihm glauben? In dem Moment wurden sie von zwei Dingen unterbrochen. Zum einen näherte sich das Heulen von Sirenen. Die Polizei war wohl endlich auf dem Weg. Doch noch während das Geräusch näher kam, ertönte auch ein lautes, anhaltendes Krachen. Etwas zerbrach, etwas toste und polterte. Und Patrick wusste, es war zu spät. Was auch immer passiert war, es war passiert. Er hatte es nicht verhindern können. Carla war angesichts des Lärms aufgesprungen und auch Grace war von der Schaukel gesprungen und kam auf sie zugelaufen. »Was war das?«, fragte sie aufgeregt. Ihre Mutter hob sie auf den Arm und wiegte sie stumm. »Lass uns nach Hause gehen«, sagte sie leise. Und an Patrick gewandt, »Das ist doch okay, oder? Sind wir sicher?« Er blickte nochmal auf die inzwischen wieder hellblau-silbern leuchtenden Auren seiner Frauen und nickte. »Ja, lass uns nach Hause gehen.« Es war übrigens kein Bombenanschlag gewesen und auch kein Terrorakt. Das Theater war alt und baufällig gewesen und just an diesem Nachmittag war es einfach in sich zusammengeknickt und hatte all die Menschen, die sich in seinem Inneren befanden, unter sich begraben. Nur wenige waren schwer verletzt mit dem Leben davongekommen. Zuerst waren die Behörden tatsächlich von einer Bombe ausgegangen, da sie kurz vor dem Unglück eine Warnung bekommen hatten. Doch am Ende konnte das Unglück auf Baufehler und die Unverantwortlichkeit des Theaterdirektors zurückgeführt werden, der über all die Schwächen des Gebäudes informiert gewesen war und doch nicht gehandelt hatte. Auch er wurde unter den Trümmern begraben und konnte somit nicht mehr zur Verantwortung gezogen werden.